Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier zu F1 2020 in der MyTeam-Karriere mit Seat Sport. Und wir sind hier im zweiten Rennwochenende in Bahrain. Das Training habe ich schon offscreen gefahren, wie ich es euch gesagt habe. Es war ja nur in der ersten Folge, wo ich euch das komplette Trainingsprogramm mal zeige, wie die aussehen. Aber die, wo schon lange F1-Spiel kennen, ist natürlich auch standardmäßig für die erste Folge. Und dann haben wir ja letztes Mal Grüße an die Confi. Da waren ja die Jungs aus der Confi dabei. Ich habe per Bildschirmübertragung mein Rennen begutachtet. Jetzt bin ich heute mal allein. Und wie wir das ja jetzt sehen, ab diesem Rennen Qualifying und Rennen. Und wir gucken mal an, was gibt's denn hier? KI habe ich jetzt von 40, also auf 50 gestellt. 29 Runden haben wir, also so ähnlich wie in Melbourne. Es wird nicht regnen, was für eine Überraschung. Und da gehen wir mal in das Qualifying rein. Wir könnten aber auch theoretisch, na, das machen wir am Ende. Mal in das Qualifying rein. Hab mal umgeswitcht. Ihr seht ja immer den OBS-Bildschirm am Anfang. Ihr wisst ja warum. Bildschirmaufnahme, damit ihr auch die SimHub-Einblendungen mitsehen könnt. Sonst seht ihr die ja nicht. So. Das Qualifying. 29 Runden, auch das Rennen in Bahrain. Da ist das Qualifying zum Grand Prix von Bahrain. Dem einzigsten Nachtrennen hier bei uns im Rennkalender. Und da sehen wir der Michael Beißler. So, und dann, genau, Parc Fermé. Ich habe Autoeinstellung 1 gewählt. Und das sollte ja sich hoffentlich gemerkt haben. Oder Autoeinstellung 2 habe ich, glaube ich, ausgewählt. Haben wir ja im Multiplayer auch gesehen, schon ein paar Mal, dass ich mit den niedrigeren Fahrzeug-Setup-Einstellungen hier in dem Spiel besser zurechtkomme. Auch wenn man da natürlich auf Kosten der Geschwindigkeit natürlich was einspart. So. Also was ich Trainings gesehen habe, sollte wieder ein Start in den ersten drei Startreihen möglich sein für das Rennen. Bahrain ja eine Strecke, die mir eher liegt. Also auf der kam ich eigentlich in den letzten F1-Teilen immer sehr ordentlich zurecht. Hatte im Multiplayer auch schon gute Rennen, aber auch unglückliche Crashes gehabt. Ich glaube im 2019er mit dem Teil kam ich Multiplayer gar nicht zurecht. Gibt es ja auch einige Folgen, wo man das sehen kann, wie schlecht das war. Da war ja sogar F1 2018 besser. Aber mit dem 2020er bin ich tatsächlich von Anfang an sehr gut mit dem Spiel zurechtgekommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich schon von Anfang an hat es super gepasst. Ein bisschen Windschatten vom Lando Norris mitnehmen. Ich ihn dann overtake. Alter Norris. Und ja, Beißer der schnellsten Runde. Norris! Was wird es, wenn es fertig ist, Kollege? Hier weg. Alter! Norris, ey! Och nee, ernsthaft! Arschloch! Blödes Arschloch, Norris! Ich würde ihm ja gern hinten reinfahren, aber dann bekomme ich wieder 5 Sekunden Zeitstrafe. Okay. Können wir auch in die Garage gehen. Wir machen keine Rückblende. Haben wir ja, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber ja, wir machen keine Rückblende. Das heißt, Startplatz 6 wäre das dann.
Danke, Lando Norris, dass du einfach keinen Platz machst, du Idiot. Blödes Pedokind, echt. Ja, das könnte hier eine Pole Position werden, theoretisch. Eine sensationelle Pole Position, aber ich denke, wir schonen da lieber den Motor, weil wir haben jetzt eh eine 5-Second, eine 5-Plätze-Rückversetzung bekommen gerade. Und also da sehe ich 50-50 Schuld. Der Norris muss auch nicht so reinziehen, der Idiot. Na, vielleicht überholt mich ja noch jemand. Ich würde sagen, da spulen wir das Ganze vor. Brauchen wir das Qualifying nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir müssen ja unsere Komponente schonen. Da können wir ja mal drauf gucken, wie sind denn unsere Komponenten hier gerade? Die Triebwerke, die müssen ja. Abnutzung 93 Runden, ja. Die dürfen wir ja erst wechseln. Steht hier da drauf? Also abgeschaltet habe ich das nicht. Eins von sechs Rennen muss man absolvieren, okay. 6, 12, 18, ja, da hat man ja nur. Da hat man ja nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das passt sich an. Mit einem kürzeren Kalender müssen die nur vier Rennen halten. Sechs Rennen müssen die Hauptgetriebe und das Hauptgetriebe halten. Und das ganze Triebwerk. If you need to find some more time, remember that corner exit is more important than corner entry. Slow in, fast out, smooth on the power. Na gut, werdet es ja sehen. Autoeinstellung 2 steht hier richtig. Gut, das wollte man eigentlich nur wissen. Na, spulen wir mal das Ganze zurück. You are in first position, front of the pack, and we're in front of Bottas, Hamilton and Verstappen. Currently the fastest lap is a 1:31. Das wäre die Pole Position gewesen für mich. Ja, nur 100, weil ich jetzt nur eine Runde gefahren bin, um das Getriebe zu schonen. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Ja, schade. Top-Fahrer Bottas und Lewis Hamilton. Damit Ganz ist das knapp Qualifying beendet, gegen aber Bottas seien Sie die Pole unbesorgt, wir sind geholt. schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Der Preis. Beißler, der alte Fuchs, der mit diesem Seat doch recht gut nach vorne stürmt. Diesen Seat mehr rausholt, als der Wagen kann. Oder so schlecht scheint er nicht zu sein. Aber leider, vielen Dank nochmal, Lando Norris, du Arschloch, für die 5 Plätze Zeitversetzung. Denn das wird schon Startplatz 6 werden, gleich im Rennen. Aber die Pole hätte es werden können. Aber gut. Können uns ja die WM nochmal angucken, da vor dem Rennen gleich. Hamilton hat ja das Rennen gewonnen. Wir haben ja in Australien schon einen sensationellen zweiten Platz geholt. An Verstappen, Albon, Vettel und der Konstrukteure. Seat auf der 3, punktgleich mit Ferrari. Gucken wir mal, was es gleich im Rennen gibt. Startplatz 6, wenn ich richtig rechnen kann, müsste es dann werden. Ich war mal gucken, ob die Pole aber in der Statistik gezählt wird. Ja, Bahrain und Beisler, das passt irgendwie, die Strecke. Wir haben ein paar neue Sponsoren drauf, aber ich glaube, das habt ihr ja eh gesehen beim letzten Mal. Mal gucken, ob wir überhaupt die 75 Runden am Rennwochenende schaffen, wenn ich im Qualifying nur eine gefahren bin. Das ganze Training zwar komplett gemacht, aber muss man mal gucken, ob das dir den Rennrunden da reicht, ob man das hier irgendwo sehen kann. Ich glaube, das kann man erst wieder sehen, wenn wir im Menü sind. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Eine Gridstrafe. Ja, sehr schön. Bedanke mich nochmal bei Lando Norris, der dummen Drecksau, für die Gridstrafe. Was sind die Rangliste, Saisonergebnisse? Ah, da hätten wir ja auch gucken können hier. Hätten wir es hier einblenden können. Auch nicht schlecht.
F und E mache ich dann nach dem Rennen wieder. Wir haben ja ein paar Teile schon in der Entwicklung. Mal gucken, ob die klappe. Müssen ja auch sehen, ob die erst überhaupt klappe. Müssen ja noch alles upgraden. 29 Runden in Bahrain. Ich würde sagen, da quassen wir entlang. Da gehen wir rein. Formation Lab gleich. Und wir haben ja, wie gesagt, Startplatz 6 durch die Quidstrafe jetzt. Also ich wollte ja gucken, ob die Pole Position, das kann ich aber nachher am Bildschirm aussehen, ob die Pole Position dann trotzdem als Pole Position zählt in der Karrierestatistik. Dann wäre es die erste. Alles ist bereit für ein weiteres fesselndes Rennen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf Die die Startaufstellung. Gucken wir mal, wer wir hier noch haben da vorne. Die Pole hat der Bottas geerbt vom Hamilton. Das war klar jetzt. Doppelpol Mercedes. Dann aber Verstappen, Vettel, die sind alle aufgerückt durch meine Gridversetzung. Leclerc, ja, P6, wie erwartet. Albon, Stroll. So, hat hier noch jemand eine Strafe bekommen? Lese euch nicht vor, ihr seht ja die Startstellung selber. Hat nur der Beißler kassiert. Na, und mein Teamkollege. Ach, Lando Norris. Ha, geschieht dir recht, du Drecksau. Ha, hat er wohl noch eine Kollision verhindert, der Lando Norris. Blöde Drecksau. Geschieht ihm recht, letzter Startplatz, ne? Da hat er es wohl noch schlimmer erwischt. Hat er wohl auch noch für, hat er auch für diese Aktion auch 5 Sekunden gekriegt und hat selber nochmal eine verursacht. Was für ein Idiot. Oh, hier wird eine Zwei-Stopp-Strategie empfohlen. In Australien hat er eine Ein-Stopp-Strategie empfohlen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich. Was könnte man denn machen? Könnte man denn. Ja, die Reifen kann ich ja nicht ändern. Im zweiten Stint könnte ich auf Medium gehen. Zweimal Soft in Runde 6, in Runde 10 und Runde. Okay, das könnte man auch mal versuchen. Den ersten Stint könnte man auch mal versuchen zu schieben. Und den letzten Stint kann ich auch noch mal versuchen zu schieben. So werde ich es probieren. Wenn er mir ja Zwei-Stopp-Strategie machen will. Zweimal Soft. Probieren wir es mal mit der Strategie hier so. Ausgewählte Strategie. Und dann würde ich mal sagen, ne, das haben wir ja schon. Formation Lab, meine Damen und Herren. Schön wieder die Einblendung, die wir erkennen aus dem Zimmer. Formation Lab. Die Aufwärmrunde. Habe ich auch reingemacht, damit es sich lohnt. P6. Ja, aber ich glaube, das Auto ist gut in Bahrain, dass wir vielleicht sogar wieder ein Podest angreifen. Aber hier muss man schon eine Zwei-Stopp-Strategie machen. In Australien hat eine Ein-Stopp-Strategie bei 29 Runden gereicht. Wir sind in Bahrain, da hat es noch nie geregnet. Also, wie Abu Dhabi. Das sind so Strecken, wo man künstliche Bewässerung braucht. Die beiden Ferraris, beiden Mercedes und Max da vorne. Also die, wo man da erwartet. Und dann schon der Beißler im Seat. Der Deletras ist leider noch nicht gut genug. Da müssen wir auch noch unsere ganze Headquarter ableveln. Aber da haben wir noch nicht genug Geld dafür. Wir müssen ja auch Geld übrig haben, um unseren Fahrer verlängern zu können. Mal kurz gucke hier, ob der alles so aufnimmt, wie ich das möchte. Ja, sieht gut aus. Der nimmt es hier auf. Der ist hier in dem Fenster. Seht ihr ja, wenn es OBS eingeblendet wird, dann passt es ja soweit alles. Also, was hier nicht passt, sehe ich gerade, ist, liebe Zuschauer, da switche ich mal kurz um. Denn ich muss ja hier das nochmal neu laden.
weil der Halo-Bügel und die Anzeige manchmal nicht funktionieren. Muss ich mir angewöhnen dann. So, jetzt switche ich hier wieder um. Und dann seht ihr wieder das OBS-Bild und dann sollte das richtig sein. Und ja, muss ich mir angewöhnen, das immer vor dem, immer zu machen, wenn ich im Rennstrategie-Menü bin. Weil manchmal, wenn man zwischen die Session schaltet, dann sieht man hier, dann geht der Halo-Bügel nicht richtig oder die Anzeige an der Seite funktioniert nicht richtig. So, jetzt ist es wieder passend. In Australien haben wir das mit dem Rennen gemacht. Muss ich mir auch angewöhnen. So, Ende der Formationsrunde. Da backe ich schon durch den Vettel durch hier. Wahnsinn. Dann ist der Leclerc. Der Start wird jetzt ganz wichtig. Und die Starts in F1 sind immer so eine Sache beim Beißler. Australien ging so einigermaßen gut. Wir wollen uns nicht so viele Teile abhauen beim Start. Da gucken wir mal hinten auf the back of the grid. Da sieht man jetzt den neuen Sponsor nicht, weil da der Halo-Bügel drauf ist. Und da geht es los, meine Damen und Herren. Großer Preis von Bahrain. Bahrain da raus, wie der Valvo sagen wird. Grüße an die Konfi. Los geht's. Und da ist es schon ziemlich eng. Da ist der Max, da will der Max, der Bottas, der Beißler. Ah, kommt er da am Bottas durch? Jawohl. Und ich denke, das gucken wir uns mal an hier, oder? Den Start. Ich hoffe, dass dann der Halo-Bügel da jetzt nicht abspackt. Wenn wir uns den Start hier nochmal angucken, kurz. Ja, ein bisschen angerempelt am Lewis, am Bottas und dann außen die beiden Ferraris. Und oh, da glänzt das Rot schon sehr schön in der Nacht. Wunderbar. Ich hoffe, das funktioniert dann alles noch so weiterhin. Ja, Platz 3 für Michael Beißler. Guter Start. Hamilton führt vor Max Verstappen und Michael Beißler. Dieselben drei, die wir auch schon in der letzten Folge in Australien gehabt haben. Sehr schön. Wieder ein Duell dann mit Max. Mercedes vor Red Bull und Seat. Das dann wieder zweite Mercedes und dann die beiden Ferrari. Ja, gespannt, ob die KI auch ein Zwei-Stopp-Rennen machen wird. Bottas, der wird es auch versuchen. Und können mal gegen den Max wieder bestehen. Der Lewis ist wieder übermächtig. Ich glaube, der hat wieder eine Siegchance hier. Gucke, ob wir uns in den Slipstream vom Red Bull von Max ansaugen können. Ohne da eine dumme Aktion zu machen. Wir wollen uns ja da nichts beschädigen. Weil hinter dran ist auch noch der Bottas, der da lauert. Schnellste Runde beim Lewis. Und hier sehen wir schon die Einblendung. Der Beißler hat 3 Positionen gewonnen. Aber wird das jetzt riskieren gegen den Max? Der geht jetzt rein. Gegen den Max. Michael Beißler ist an Max Verstappen vorbeigefahren. Jetzt auf P2 Michael Beißler. Aber der gibt doch nicht auf, der Max. Der haben wir ja schon in Australien gesehen. Der ist auch ein harter Gegner. Ich muss auch gucken, dass ich aus dem DRS-Fenster von denen komme, weil DRS könnte die mich leicht wieder überholen. Ist ja nur das, wir sind das viertletzte Team in der Entwicklungstabelle.
Schnellste Runde vom Lewis Hamilton hier überboten. Oh Gott, DRS ist aktiviert. Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich da vielleicht ins DRS-Fenster vom Lewis reinfahre und aus dem Fenster von Max, damit der mich nicht angreifen kann. Mein Teamkollege auf der 16 aktuell, der Deletras. Er hat aber auch im Start auf Code, der war von der 20 gestartet. Und Max muss ich jetzt mit Bottas duellieren da hinten. Die Mercedes, die sind halt das Maß aller Dinge. Dann kommen wir mit unserem popligen Seat-Werksteam aus Spanien. Aber wir können uns ganz gut schlagen. Es hat so eine Marke Seat, die würdest du in echt nie in der Formel 1 sehen, weil die, glaube ich, einfach zu klein sind für Formel 1. Das ist das Tolle an diesem Mai-Team. Der macht mir auch mehr Spaß als die normale Fahrerkarriere. Wo du einfach dein Team hier hast und wo so eine Fahrkarriere auch seinen Reiz hat, wo du dann die Teams wechseln kannst. Aber hier hast du halt dann dein eigenes Team und kannst dann hier, weiß ich wie viel, sowas wie Seat oder Citroën oder so fiktive Rennteams machen. Also Max ist erstmal aus dem DRS-Fenster rausgeploppt. Den können wir erstmal schön hinter uns halten. Na, der ist jetzt auch von Bottas mittlerweile überholt worden. Also der Bottas, der Start, auch der Angriff. Der hat ja die Pole geerbt durch meine Crit-Strafe, aber hat einen ganz schlechten Start. Gab immer das halt kennen von Bottas auch. Und der Hamilton, der hat zwar wieder nützen können. Der hat ja das Australien-Rennen schon gewonnen, der Lewis. Aber im Bahrain sind wir ein bisschen näher am Lewis dran. Aber hinten heraus war mein Australien auch nochmal dran am Lewis. Aber da hat es nicht geklappt. Aber ich habe sein DRS bekommen. Thank you so much, Lewis. Ist da was drin für ein Beißler? Also Podest ist wieder drin. Das sehen wir hier. Aber man muss natürlich aus Auto auf der Strecke halten. Nicht irgendwie dumm einem ranfahren. Dann ist hier wieder was drin. Der die Konstrukteurspunkte, die man hat, die hat man ja dann. Aktuelle behalten. Das läuft doch ganz gut. Jetzt vielleicht. Beißlers Angriff auf Lewis Hamilton. Der fährt ran am Mercedes des Weltmeisters. Frage, ob ich es jetzt riskiere. Der rein gegen Lewis. Und geht da Ast rein am Hamilton vorbei. Erstmal auf die 1. Die ersten Führungsmeter für Seat. Grüße mal an der Stelle die Konfi. Letztes Mal waren die dabei. Es wird auch öfters mal sein, dass die Konfi auch bei den Rennen dabei sein wird. Nicht jedes Mal. Aber wenn ich gerade in der Konfi bin und möchte das Rennen aufnehmen, dann ist die Konfi auf jeden Fall dabei. War mich auch lustig, das Australien-Rennen. Also auch immer herzlich eingeladen, die Konfi auch hier mit dabei zu sein. Aber jetzt hier, heute hat es sich nicht ergeben. Wie gesagt, die Konfi ist nicht jedes Mal dabei. Aber heute, ich habe ja eine Frühschichtswoche und wenn ich eine Frühschichtsarbeitswoche dann habe, bin ich nicht so oft in der Konfi. Aber wir haben auch tolle Multiplayer-Action schon gemacht. Da habt ihr ja bis dahin schon, werdet ihr noch oder habt ihr schon ein paar Sachen gesehen. Ich komme gleich in Runde 6 von 29 im Bahrain Grand Prix. Das einzigste Nachtrennen, was ich in dieser Saison, in diesem Kalender habe, da ist Singapur draußen ist. Thank you.
weit der Bottas noch im Kampf um den Sieg zwischen mir und Hamilton mitspielt, wird man noch sehen. Wie gesagt, ich hoffe, es macht euch, oder es gefällt euch irgendwie, dieses Format. Ihr wisst ja, ich fahre es ja so, wie ich fahre und gebe mich auch so, wie ich auch in Wirklichkeit bin. Und dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich kann jetzt hier nicht euch Racing Action mit 120er KI oder sowas bieten. Da gibt es andere YouTuber, die das besser können. Aber ich fahre einfach, weil es mir Spaß macht. Weil ich gerade Spaß auch an dem MyTeam-Modus habe. Und ja, da schauen wir mal, was da so in nächster Zeit noch kommt. Das nächste Rennen hier ist dann Holland. Ah, Holland wird ein bisschen schwierig, werde ich auch wahrscheinlich auf der 50er KI fahren, aber Holland ist ein bisschen schwieriger, die Strecke. Da ist die KI gar nicht so schlecht. Und Hamilton geht jetzt an die Box. Lewis geht in die Box. Okay, die machen auch zwei Stops. Valtteri Bottas ist Zweiter. Und ja, ich gehe auch in die Box. Vorne ist der Reifen schon ziemlich abgefratzelt. Das ist mein Teamkollege. Der ist momentan... Ist der noch im Rennen? Ja, 19. Ich habe gar nicht so die Zeit rüber zu gucken. Ihr könnt es ja dann selber sehen. Dann auch natürlich außer MyTeam natürlich die üblichen Tourenwagenrennen und alles wieder sehen, was wir ja auch letztes Jahr gefahren sind. Da werden auch einige Rennserien noch kommen. So, hier das MyTeam soll so das Hauptprojekt werden 2021 auf dem Kanal. Das MyTeam F1 Projekt mit unserem Seat Rennstall. Hier darf man gar nicht auf diesen Curb kommen. Hier dreht man sich gerne weg. Es ist mir im Training schon passiert. Ich sagte Trainings, die ich ja mal offscreen mache. Ihr seht hier nur immer eine Folge, mein Team. Da ist das Qualifying und das Rennen komplett drin. Ich stückel das zumindest nicht im MyTeam auf. Ich mache das nur, weil du hast ja gesehen, das Qualifying fahre ich meistens nur ein oder zwei Runden. So, und Baseliner Box. Seinem ersten von zwei Stops. Kriegen wieder die Softreifen drauf. Bottas in, Verstappen in. Also diesmal kein Frontflügelwechsel. Leclerc ist draußen geblieben. Stroll ist draußen geblieben. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Und bin aber vor Hamilton rausgekommen hier. Es hat gut geklappt. Bereinigt wieder im Kampf um den Sieg dabei. Vor mir Leclerc, Stroll, Elben. Die sind aber noch nicht an der Box gewesen. Schon mal den einen überholen, weil die sind schon stinke langsam. Den Ocon, den will ich nicht so gern überholen. Der ist auch sehr unangenehm, der Esteban Ocon. Hier auf der Geraden könnte ich es eher schaffen. DRS. Ich mal wieder auf die 3 vor. Aber ich habe sogar durch den Boxenstopp meinen Vorsprung ausgebaut.
Ja, Ocon ist noch draußen geblieben. Job. That was the fastest lap of the race so far. Müsse konzentriert bleiben. Der Ocon geht immer noch nicht an die Box. Also der versucht, glaube ich, mit dem Einstopp durchzukommen, der Ocon. Und der Gasly auch, die waren meines Wissens auch noch nicht an der Box. Und die Haas, glaube ich, auch noch nicht. Die versuchen tatsächlich einen Einstopp zu machen. Wo ist mein Teamkollege momentan? Kann ich gar nicht drauf achten. 16, da rutsche ich schon weg. Na, in Holland wird es nicht so einfach. Da ist die KI wieder ein bisschen stärker. Der Hamilton könnte auch schneller, kommt nur irgendwie am Esteban Ocon nicht vorbei. Und dadurch verliert der Hamilton weiter Zeit auf der Beißler. Der Ocon ist auf Medium, das erklärt natürlich, warum der länger fahren kann. Jetzt ist Bottas an Gasly vorbei. Die versuchen tatsächlich noch eine Einstoppstrategie zu machen. Gasly und auch Ocon, die beiden Haas. Deletras auch. Ja, glaube ich, haben sie die zwei Stopper gegeben. Der muss auch was riskieren, der Deletras. Verstappen gegen Sainz da hinten jetzt. Er hat zum Stopp ein bisschen weiter zurückgeworfen, den Red Bull. Seht es mir nach, wenn ich jetzt auch in den, auch im letzten Jahr hatten wir das sehr oft in den Rennvideos, auch nicht so oft was erzähle, sondern ihr einfach nur den Sound vom Auto hört und mich fahren seht, weil wenn ich jetzt nichts zu erzählen habe, ich muss jetzt nicht krampfhaft was erzähle, nur damit was erzählt ist, sondern ich fahre da einfach meistens. Da mache ich es ja im Multiplayer auch, da reden auch die von der Konfi die Leute auch gerne mal und da bin ich auch manchmal dann still und fahr einfach. Aber Ocon und Co., die werden da erst jetzt zur 13. bis 15. Runde fahren. Die werden wirklich einen Stopp machen. Hamilton, Bottas, Verstappen, ich, hier haben die zwei Stopps gemacht. Die Ferraris auch.
Es ist interessant, dass auch beim 50%-Rennen doch unterschiedliche Taktiken angewendet wird. Ja, Ocon gegen Hamilton, da geht es zur Sache, gerade der Renault mit den abgelutschten Reifen. Der hält sich aber gar nicht so schlecht, der Ocon da vorne. Aber jetzt ist der Lewis vorbei. Ja, noch nicht. Also da könnt ihr eine Anzeige sehen, es wackelt hin und her. Jetzt ist, glaube ich, der Lewis vorbei, aber er hat deutlich Zeit hinterm Ocon verloren auf mich. Jetzt versuchen wir aufzufahren. Der Hamilton, der... Vielleicht spart er sich einen Stopp. Der ist nämlich jetzt auf Mediums unterwegs. Also der gast an, weil der wohl weiß, da denkt, Soft, der Beißler muss noch mal rein in die Box. Der Hamilton nicht. Also das könnte nochmals gegen Rennende interessant werden, ob mir da nochmal eine Siegchance habe. Der erste Sieg für Seat in der Formel 1. In Bahrain, ja, ich habe es immer gesagt, diese Strecke, die liegt mir schon seit einigen F1-Teilen. Jetzt wird der Ocon durchgereicht. Jetzt scheinen die Reifen kaputt zu gehen. Jetzt sind die beiden Mercedes auf der Beißlerjagd. Max hängt da noch hinter den Haas fest, aber arbeitet sich auch langsam jetzt nach vorne. Mein Teamkollege, der ist auf der 18. Er kriegt es auch nicht so gut hin, der Deledras. Aber wir haben ja einige auf die Watchliste gesetzt, die potenzielle zukünftige Teamkollege im Lauf dieser Karriere im Mighty-Modus noch werden könnten. Unter anderem Pierre Gasly könnte ich mir sehr gut vorstellen. Max Verstappen wäre natürlich ein absoluter Traum. Also zweite Saison wird interessanter, wenn sich dann die Fahrerpaare ein bisschen durchmischen. Oh, jetzt arbeitet sich Max so langsam nach vorne. Na, ja, da wird auch mal der Hamilton seine Vorteile mit den Mediums ausgeschöpft haben. Der wird auch nicht durchkommen. Ich denke, der wird auch noch mal in die Box müssen, der Lewis. Und Esteban Ocon geht jetzt an die Box. Die Haas gehen jetzt dann an die Box. Oh, das sind einige Langgefahren, mein lieber Herr Gesangsverein. Teamkollege an der Box. Ja, der hat's auch. Der muss einen Stopp probieren von weit hinten. Louis in the pits. Louis in the pits. Auf Mager einstelle das Benzingemisch. Es wäre gerade eingefallen, dass man das mal machen könnte.
Weil der Vorsprung ist ja jetzt schon gut genug im Moment. Und das mal, ui, ja, rutsch mal raus. Weil ich habe sonst nicht mehr so viel Sprit übrig. Wir holen ja nicht Ende aus. Ist mir nämlich im Multiplayer mal passiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge dann schon gesehen habt. Da glaube ich auch Holland gefahren sind in irgendeiner Folge. Da bei der 5 Runden. Ah, das ist eine 5 Runden WM gewesen. Ja, da seht ihr, wir haben ja noch 5 Runden WMs, genau. Da kann ich schon mal verraten, da ist mir das passiert mal in einem Rennen in Holland. Da ist das Benzin ausgegangen in der letzten Runde. Also deswegen habe ich gesagt, Holland muss man auf jeden Fall mit dem Benzin achten. Vielleicht auch ein bisschen mehr reintanken. Na, Bottas, Hamilton, das könnte auch nochmal eng werden. Der Verstappen hat viel Zeit verloren jetzt im Kampf ums Podest. Da bildet sich schon Blistering, sieht man schon vorne. Was mit dem Boxenstoppfenster, das ist eine Originaleinblendung. Hier, ich habe einen Misch gemacht aus, also einen Mischmasch aus Originaleinblendung. Die Streckenkarte versauft hier unten halt ein bisschen, aber ja. 100% perfekt kriegt man es nicht hin. Verstappen, Vettel, Perez, Ricciardo, gehen wieder einige an die Box zum Zweistopp. Na, ich sollte es vielleicht auch mal tun. Da wird Hamilton gleich die Führung wieder übernehmen vor Bottas, aber die haben auch abgelutschte Medium-Reifen und mal gucken, was da noch so geht. Wenn ich mir das so anschaue, geht da vielleicht noch eine Runde. Na komm, dann geht ja noch eine Runde hier. Dann zögere ich das noch ein bisschen raus. Machen wir noch eine Runde. Aber dann 70 vorne, da müssen wir dann tatsächlich an die Box. Da kommen schon die ersten Überrundeten. Das hoffe ich nicht, dass ich das noch erwischen muss. So, Hamilton geht jetzt in die Box. Der hat jetzt über Funk mitbekommen, dass der Beißler draußen geblieben ist. Und will jetzt hier den Undercut setzen. Geht ja um den Sieg zwischen Beißler, Hamilton und Valtteri Bottas. Würde ich da auch noch nicht abschreiben. Im Bahrain Grand Prix. Ich würde ja wissen, der muss ja jetzt länger fahren.
sich jetzt da noch mit Leclerc duellieren, der Hamilton. Check your MFD for a new strategy option. Aktuelle behalten. Achso, ich hätte neue bestätigen machen müssen. Aber ich habe nicht gesehen, was der für Reifen drauf halte. Aber jetzt komme ich eh gerade zum Überrunden des DRS. Kann ich natürlich jetzt nicht gebrauchen in der Boxeneinfahrt. So, da geht der Beißler in die Box. Ja, vorne die Reifen schon total im Arsch. Bottas in der Box. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Na, da hat der Hamilton Undercut auch nicht funktioniert. Trotz den abgefratzten Reifen habe ich die Runde mehr. Hat mir nicht geschadet. Bottas kommt jetzt raus. 10 Runden noch in dem Rennen hier. Von Bahrain. Bin mal gespannt, was dann als Teamchef eingeblendet wird, wenn wir gewinnen. Wahrscheinlich so ein Renten-Typ. Der Ocon. Vielleicht kann der weit vorne landen mit seiner Einstoppstrategie. Der Max hat da ein bisschen verloren. Der ist lange hinterhängen geblieben. Er hat viel verloren, der Max. Und Lando Norris ist ausgeschieden. Ja, das ist die gerechte Strafe für den Qualifying Crash. Geschieht ihm ganz recht, dem Lando Norris. Erster Ausfall im Bahrain Grand Prix, Lando Norris im McLaren. Da steht er, der Norris. Ocon und Gasly, die versuchen, okay, einen Stopp zu fahren. Ja. Der Hamilton will es nochmal wissen. Aber wir waren ja in Australien, waren wir ja auch nochmal ran am Lewis. Da wäre es punktgleich, glaube ich. Wenn in Australien war ich Zweiter und der Lewis Erster und jetzt wären wir punktgleich. Aber wie gesagt, das ist noch sehr früh über die WM zu reden.
sind auch noch Strecken dabei, die schwieriger werden. Und ich dann denke, Holland ist gar nicht so einfach, Holland, die Strecke. Kann ich in R-Faktor 2 besser meistern als in F1. So, Vettel an Gasly vorbei. Ja, auch lang gebraucht, aber ja, wie bisher. Der Ferrari scheint hier nicht gut zu sein. Mach rein. Wer steht denn da zur Überrundung an? Wahrscheinlich wieder Ole Latifi, klar. Macht er wenigstens Platz. Und der Gasly wird durchgereicht. Der Ocon hält sich sehr gut auf der 4. Bei dem scheint in dem Renault diese Strategie zu funktionieren, diese Einstoppstrategie. Vorletzter, mein Teamkollege, den überrunde ich ja wieder in Australien.
Da beim Elben geht's noch richtig ab, sehe ich gerade. Verstappen, Ocon könnte auch nochmal zum Platztausch kommen. Der Verstappen könnte noch auf die 4 vorkommen. Aber weiter vor wird es dann nicht mehr werden. Das Rennen, das haben wir im Griff ohne größeren Schnitzer. Müsste wahrscheinlich heißen 5 laps remaining. Noch 3 Runden. Na, jetzt ist mein Teamkollege auch gleich noch überrundet. Wie in Australien. Na, gucken, inwieweit wir den Louis Deletras noch verbessern können. Dass er vielleicht mal noch was reißt.
position for now. Everything's looking good. Merci vielmals, Louis. Kann er noch ein DHS mitnehmen? Und ich auch. Und dann ist das Thema erledigt. Haben wir noch zwei Runden im Bahrain Grand Prix auf dem Weg zum ersten Sieg für Seat in der Formel 1 Geschichte. Weil das Team hat Seat das noch nie als Marke in der Formel 1 gegeben. Damit schockieren wir Mercedes und die Etablierten mit unserem kleinen spanischen Werksteam. Haben wir noch eine Bestzeit in Sektor 1, aber auch nur wegen dem DRS grad. Ja, ich habe es auch schon lange runtergestellt, weil wir brauchen dann immer so viel Spritverbrauche. Russell ist der Nächste. Der wäre auch was für SEA-Team, George Russell, glaube ich. Haben ja einige in die Watchlist gesetzt. Im Moment können wir uns die ja noch nicht leisten. Herr Russell macht Platz. Sehr schön. Thank you so much. Und der Nächste steht da vorne auch schon bereit. Müsste dann Giovinazzi sein, laut der Einblendung. Kann sein, dass wir den auch noch kriegen. Wenn wir den jetzt in die Final Lap, meine Damen und Herren. Final Lap. Ah, wir haben nochmal den ersten Sektor verbessert. Ja, Giovinazzi, den kriegen wir auch noch. Und dann ist eine riesen Lücke, bis wir zu Kimi kämen. Einziger Ausfall, Lando Norris, der ist hier stehen geblieben. Grazie mille. So, und dann können wir hier die letzte Meter. Die Seat Crew geht schon an die Boxenwand. Was für ein Riesenerfolg für Seat Sport im zweiten Rennen der in seinem zweiten Formel 1 Rennen der Geschichte des Herstellers. Kann der Michael Beisler gewinnen? In Bahrain, die Strecke liegt ihm einfach. Ich hoffe nicht, dass es der letzte Sieg war in dem Modus. Bottas geht am Ende sogar noch an Hamilton vorbei. Damit ist die WM-Führung für den Beisler. Aber jetzt erstmal die Karriere der Flagge. Yes! Yes, guys! Erster Sieg für die Marke Seat in der Formel 1. Esteban Ocon, Fahrer des Tages. Ja, mit seiner Einstoppstrategie hat er das ganz gut hingekriegt. Remy Breach ist hier am Kommandostand. Er sieht aus wie Christian Horner, gealtert. Remy Breach, der Seat Sport Motorsportchef am Kommandostand. Das Feuerwerk, der Sieg für Seat und für Michael Beisler. Wahnsinn. Ja, nicht nur die Geschwindigkeit. Der Beisler und Bahrain, das passt einfach. Hier haben wir der Araf. Der ist hier auch in das Spiel rein editiert worden. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher. Und Bottas ist am Ende noch an Hamilton vorbeigegangen. Und da hat der Beisler den ersten Sieg für die Marke Seat in der Formel 1. Hat ja im Commentary auch den ersten Sieg für Gerner Volkswagen geholt. Der weiß, wie man mit neuen Herstellern umgeht, der Beisler. Ich hoffe nicht, dass es der letzte Sieg für Seat war in der F1. Das gibt aber ordentlich EPs, glaube ich. Ui. Da gibt es den nächsten Level Up.
Das nächste freigeschalten. Oh. Sollte mir tatsächlich noch hinkriegen, 10 Ränge nach vorne zu schalten. Guck mal, das Rennen aus letzter Punkt hat der Lenz Stroll geholt. Und dann. Wer ist dein Kandidat? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Esteban Ocon. Er hat einfach von Platz 11 gekommen. Gehen wir mal in die Strategie. Ja, dadurch, dass Hamilton nämlich Dritter geworden ist, sonst wären wir punktgleich gewesen, Hamilton und ich, führt der Beißler mit 44 zu 41. Verstappen schon ein bisschen zurück. Ja, aber da darf man noch nicht drauf gäbe. Verstappen, ja, mal gucken. Bottas, wir schauen mal in der Konstrukteurs-WM. Mercedes 65 vor Seat und Red Bull. Ferrari nur auf der 4. Also gar nicht mal so schlecht der Saisonstart. Bisher haben 13 Fahrer Punkte. Ja, das kann ich doch sehen. Und die Fastest Lap haben wir auch noch geholt. Gab es noch einen Zusatzpunkt. Also da mit dem Rennen kann man doch mehr wie zufrieden sein. Ach, diesmal nicht den kein Kommentar gemacht. Dann, wir haben den Team-Level gesteigert. Und wir haben natürlich auch hier den Gesamtlevel auf 5 gesteigert. Oh, sieht gut aus. Wir haben sogar noch Zusatzgeld gekriegt. Wir haben die 75 Runden an einem Rennwochenende geschafft. Gesamt waren es sogar 105 Runden. Ja, perfekt. Haben ein bisschen Geld dazu gewonnen. Und das nächste wäre dann Niederlande, Holland. Da werden wir nicht so einfach fahren können wie in Bahrain, aber der Sieg kann uns keiner nehmen. Wenn wir da gut in die Entwicklung reinstecken von dem Auto. Die Ressourcenpunkte. Können wir denn hier aktivieren? Wir haben ja schon mal Nachrichten. Sehr schön. So, Schwerpunkt Strapazier Simulator Training baue ich mal ein. Dann Besuch Sponsorhauptquartier, das gibt uns auch Reputation. Dann haben wir an einem E-Sport-Event, ja, warum nicht? Das machen wir da auch noch rein. Ja, ich denke mal, das passt dann soweit. Ja, hier gucke ich ja in meinem Rangliste Fahrerdetails. Ja, doch, die Pole Position wurde gezählt. Sehr schön. 2 Podestplätze. Eine Position, das läuft doch sehr gut. Sponsor. Oh, wir haben noch einen Sponsorplatz frei geschalten. Dann haben wir Level 10. Da wollen wir doch mal gleich reingucken, was wir hier für Sponsoren kriegen. Mindestens 10. im Qualifying. Den haben wir ja auch schon. Einem Rennen 15 verschiedene Fahrer. Es wird wohl schwierig, 15 verschiedene Fahrer zu überholen. Aber die haben ein gutes Einkommen hier.
Was war der hier? Der hat noch ein besseres wöchentliches Einkommen. Fahre die schnellste Runde in einem Rennen. Was bietet der hier? Schließen Sie ein Rennen unter den besten 10 ab. Oh, der hat sogar noch ein bisschen mehr Bonus. Ich würde sagen, den nehmen wir mal. Das sollte man schaffen. Sehr schön. Dann haben wir wieder neues wöchentliches Einkommen. Dann müssen wir natürlich unser Auto wieder anpassen. Haben wir noch was Freies? Hier haben wir noch eine freie Stelle. Und dann tauschen wir hier den auch aus. Ja, da haben wir unser Auto ein bisschen angepasst. Mit den neuen Sponsoren dran. Ja, und dann schaut das doch schon mal richtig nice aus, das Ganze. F und E können wir eigentlich auch noch was machen. Da können wir ja ein paar Upgrades machen. Ah, da warten wir erstmal noch. Warten wir erstmal noch ab. Spulen wir mal vor. Oh. Irgendwas ist gescheitert. Gescheitert. Das hat geklappt, okay. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Hier noch was nicht geschafft. Was hältst du hiervon? Ja, können wir mal probieren. Da wollen wir auch reinbauen. Dann haben wir hier wieder mal gut unsere Verlauf. Haben wir hier einen Teil mit großem Effekt. Dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Unsere Seat-Kurve. Ja, dann schauen wir Saisonpause. Was ist da? Da erstmals kein Rennen stattfindet, wird das bis zum nächsten Rennen vorübergehend geschlossen. Dann machen wir mal die Saisonpause. Und ja, da haben wir dann schon die nächsten. Können wir hier noch Aktivitäten einplanen? Ist hier noch mehr eigentlich? Ne, okay, da haben wir alles schon gemacht. Gut, dann. Ja, Fähigkeiten, das machen wir nicht, weil sonst geht die Moral nach unten. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Ja, mal das Interview noch mitnehmen in der Folge. Die wird jetzt natürlich eh wieder mega lang, glaube ich, die Folge. Ja, können wir noch reinbringen. Wir sind hier im Hauptquartier unseres jüngsten F1-Teams und es gibt viel zu erzählen. Also fangen wir gleich an. Betrachten Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem zweiten Fahrer als langfristig oder werden Sie sich, wenn es geht, nach jemand anderem umschauen? Kann man in Bezug auf Teamanordnung sagen, dass Ihre eigene Karriere Vorrang hat? Reden wir mal über Ihren neuen zweiten Fahrer. Hat er sich schon eingewöhnt?
Ihr zweiter Fahrer scheint sich an sein Auto gewöhnt zu haben. Haben Sie viel für seine Ausbildung getan? Wird Ihr Team diese Saison um die Konstrukteursmeisterschaft kämpfen oder nur um Punkte? Hast du die richtige Hoffnung auf viele Punkte? Es hat mich sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Viel Glück auf der Strecke. Ein Presseteam. Schalalalalala. Hey, hey. So, jetzt spulen wir das noch ein bisschen vor. Und dann haben wir hoffentlich ein paar neue Teile. Hier, das spulen wir jetzt noch vor. Jawohl, da haben die Teile jetzt funktioniert. Wieder Lohn- und Ressourcenpunkte. Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Der große Preis von den Niederlanden. Wieder mit dem Qualifying und dem Rennen. Ja, wir haben jetzt doch schon einiges nach vorne entwickelt. Zwei Podestplätze, ein Sieg, eine Pole, wenn auch eine Quidstrafe. Das ist ein sensationeller Auftakt für das spanische Werksteam von Seat. Ich hoffe, wir können da weiter anknüpfen. Das werden wir sehen beim Grand Prix der Niederlande, dem dritten Saisonrennen. Und ja, ich sage schon mal danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage schon mal, keep racing, auf Wiederlorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.